Schulze hat einen großen Fortschritt in die deutsche Umweltpolitik hineinverhandelt. Sie hat vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, dass wir ein Klimaschutzgesetz in Deutschland vereinbaren, dass es Gesetz wird, vom Bundestag beschlossen und dass es dann der Maßstab ist für die Dinge, die wir tun müssen, damit wir es schaffen, CO2-neutral zu wirtschaften und damit wir eine bessere Klimabilanz für unser Land haben und den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Das war, wie Sie sich noch erinnern, sehr umstritten. Trotzdem ist das was geworden. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht einen neuen Schub möglich gemacht, indem es eine Forderung, die Svenja Schulze schon am Anfang hatte, noch mal neu stark gemacht hat, nämlich, dass man nicht nur Ziele am Anfang formuliert, sondern auch für die weitere Strecke sehr konkrete und präzise Angaben macht. Deshalb haben wir beide uns sehr gefreut über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil es unsere Argumente noch mal stark gemacht hat, die wir von Anfang an hatten, und haben gesagt, jetzt muss noch in dieser Legislaturperiode von dieser Regierung eine Initiative ausgehen, das Klimaschutzgesetz so zu verändern, dass es genau diesen Ernsthaftigkeitsanforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Denn was hat das Gericht gesagt? Ganz klar, man muss für jede Zeit ein plausibles Ziel formulieren, damit das am Ende auch etwas wird und nicht alle Aufgaben auf die letzten Jahre vertagt werden. Klare, verständliche Sprache und logisch. In dem Sinne haben wir auch angekündigt, dass wir jetzt diese Zielsetzung weiter präzisieren wollen und haben uns auch mit unseren Koalitionspartnern darüber unterhalten in der Regierung, den Ministerinnen und Ministern, und auch dort den notwendigen Fortschritt gemacht. Wir werden die Klimaziele präzisieren für 2030. Da ist es notwendig, dass wir mehr erreichen, auch am Anfang schon, und eine Zielsetzung von 65% formulieren. Wir wollen ein Zwischenziel für 2040 formulieren von 88% und dann auch früher als bisher diskutiert die CO2-Neutralität für Deutschland erreichen, nämlich bereits 2045. Ich habe jetzt innerhalb von sehr kurzer Zeit ein neues Klimaschutzgesetz, einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt. Der ist so gut wie fertig. Es gibt eine Einigkeit in der Regierung. Das haben wir heute besprochen und das soll jetzt nächste Woche in das Kabinett. Wir erleben ja im Moment einen richtigen Überbietungswettbewerb im Klimaschutz. Ich finde, das ist erstmal eine positive Nachricht, weil es ist nicht mehr in Frage, dass wir Klimaschutz machen müssen, sondern der Streit geht jetzt um die besten Ideen, um die besten Konzepte. Und meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es jetzt, das in zielführendes Regierungshandeln zu übersetzen. Und darum konzentriere ich mich jetzt darauf, einen wirklich fundierten Rahmen vorzulegen, ein Zielgerüst, mit dem wir das, was das Bundesverfassungsgericht uns gesagt hat, auch wirklich umsetzen können. Das Klimaschutzgesetz setzt den Rahmen und es ist keine leichte Aufgabe, weil es geht nicht um Mathematik, sondern es geht am Ende darum, wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen. Und dafür wird mit dem Gesetz der Rahmen gesetzt. Wir haben uns dabei an der Wissenschaft natürlich orientiert, damit wir auch Dinge dort aufschreiben, die machbar sind. Und die Orientierung ist glasklar. Mehr Generationengerechtigkeit, mehr Planungssicherheit und ein Vorgehen, was die Wirtschaft modernisiert, was die Arbeitsplätze für die Zukunft auch sichert. Dieses Urteil ist historisch. Dieses Urteil wird dazu führen, dass der Klimaschutz in Deutschland noch einmal neuen Schwung erhält. Und ich bin heute optimistisch, dass dies gelingen wird. Ich bin optimistisch, dass wir in der nächsten Woche im Bundeskabinett einen Gesetzentwurf verabschieden können, den wir im Bundestag, im Parlament ordentlich und wie vorschriftsmäßig beraten können, und dass wir dann noch vor der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes zu Beginn des Sommers eine klare Aussage, eine belastbare Grundlage haben, die deutlich macht, dass der Klimaschutz eine der großen Prioritäten der Bundesrepublik, aber auch der Gesellschaft der Bundesrepublik, des Staates und der Bundesregierung und des Parlaments ist. Wir haben in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben mit dem Koalitionspartner, festgestellt, dass unser Koalitionspartner sich bewegt hat. Das begrüße ich außerordentlich. Wir sehen einen
Wir sehen einen Korridor für eine Einigung auf ambitionierte und vernünftige Ziele und gleichzeitig auf eine Lösung, die das Generationenproblem im Blick hat und sicherstellt, dass die junge Generation nicht am Ende des Übergangszeitraums hin zur Klimaneutralität bedeutend höhere Lasten tragen muss als die Generationen davor. Ich begrüße Professor Volker Quaschning. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend aus Berlin. Ich bin verwundert, Herr Professor Quaschning, denn wir hören jetzt von der beteiligten Politik, dass das ganz großartig ist, was dort jetzt vorgelegt worden ist. Das ist ja nicht freiwillig vorgelegt worden, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ja ermahnt, das vorzulegen. Hätte man das nicht vorher schon machen können? Das hätte man schon deutlich vorher machen können. Es gibt ja das Urteil oder das Abkommen aus Paris, das Pariser Klimaschutzabkommen. Da sind ja Mengen oder zumindest mal Temperaturwerte festgelegt. Und aus diesen kann man ableiten, welche Mengen an CO2 wir noch ausstoßen dürfen. Und die wir ausstoßen dürfen in Deutschland, sind etwa in den 30er Jahren verbraucht. Die deutsche Bundesregierung hat lange Zeit, also 2015 war das Abkommen, lange Zeit an den alten Zielen festgehalten, dass wir irgendwann in den 50er Jahren in Deutschland klimaneutral werden, viel zu spät. Wir haben 5 Jahre verloren. Es hat ein Verfassungsgericht-Urteil bedarf, wo wir also auch hier von den Umweltverbänden, ich war auch als Kläger beteiligt, da wirklich Druck machen mussten. Und jetzt tut man so, ja, das wollten wir ja schon immer. Nein, also die jetzige Regierung hat im Prinzip den kompletten Klimaschutz bislang verhindert und nur auf Druck des Urteils des Verfassungsgerichtes beugt sie sich jetzt. In welcher Phase befinden wir uns? Wir reden jetzt seit über einem Jahr über die Pandemie. Spätestens dann, wenn diese Pandemie einigermaßen eingedämmt ist, wir darüber hinaus sind, kommt das ganz große Megathema Klimaschutz auf uns zu. Und der Stand der augenblicklichen Steigerung im Klima bei den Temperaturen ist schon weit über den 1,5 Grad, die in Paris 2015 vereinbart worden sind. Wie ist denn die Perspektive eigentlich? Die 1,5 Grad, die sind lokal, weltweit gesehen, liegen wir jetzt bei einem guten Grad plus 1,1 Grad. Da haben wir noch ein bisschen Luft hin, aber es muss schnell gehen. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, wirklich in den nächsten 15 Jahren eigentlich klimaneutral zu werden. Das heißt also, das, was die Bundesregierung derzeit vereinbart, da kommen wir eher so knapp unter 2 Grad raus. 1,5 ist damit schon gar nicht mehr zu halten. Und auch das ist natürlich ambitioniert. Das heißt, wir haben zwar jetzt schon 40% CO2 eingespart, 15% kommen aber aus der Wiedervereinigung, weil uns da einfach die Wirtschaft in Ostdeutschland zusammengebrochen sind. Ein Teil aus Corona, also aus der Corona-Krise, das heißt so die echten Einsparungen, die wir bislang erreicht haben, sind gerade mal 20%. Und diese müssen wir jetzt ja in wirklich sehr, sehr wenigen Jahren auf 100% bringen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine radikal Kehrtwende bei der Energiewende, bei allen Aspekten, die wir hier haben. Und wir haben einfach 20, 30 wertvolle Jahre verloren, als wir hier in der Wissenschaft schon lange gewarnt haben. Wir wussten, was getan werden musste und alles im Prinzip hier verhindert und ausgebremst wurde. Wenn wir uns die Wirtschaft angucken, die Infrastruktur angucken, dann gibt es ja überall Stellen, in denen Veränderungen stattfinden müssten. Es gibt ja auch in Frankreich ein neues Klimaschutzgesetz. Und dieses Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass alle Strecken innerhalb Frankreichs, die unter 2,5 Stunden mit dem Zug erreichbar sind, nicht mehr geflogen werden dürfen von Air France oder anderen Fluggesellschaften. Das wäre ja bei uns praktisch kaum möglich. Also wenn man sieht, 600 Kilometer zwischen Paris und Bordeaux in gerade mal 2 Stunden, das kriegt man ja in Deutschland nirgendwo hin. Ja gut, das sind die kleineren Stellschrauben. Also hier reden wir über den innerdeutschen oder innerfranzösischen Flugverkehr. Wir müssen schauen, dass wir in den nächsten 25 Jahren gar kein Öl, Kohle und Gas mehr dann verwenden. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Häuser alle sanieren, dass wir die Öl- und Gasheizungen aus den Häusern rausbekommen, dass wir keine Verbrennungsmotoren mehr fahren. Das ist dann noch viel entscheidender. Das heißt, im Prinzip müssen wir möglichst sofort die Neuproduktion von Benzin- und Dieselautos umstellen auf Elektroautos. Und das Ganze ist natürlich eine Rosskur, aber am Ende haben wir auch enorme Chancen. Das heißt also, wir gehen in unseren Berechnungen dafür aus, dass wir mehr als 1 Million zusätzliche Arbeitskräfte wirklich schaffen würden im Bereich der Energiewende, wenn wir das in diesem Expresstempo, was wir jetzt auch bräuchten, durchsetzen. Nur davon ist ja gar nicht die Rede derzeit bei der Bundesregierung. Man formuliert derzeit ein Ziel für 2045 und bis jetzt ist ja auch nichts irgendwie im Gespräch, was man jetzt
konkret sofort im nächsten Jahr machen möchte, damit man auch hinkommt. Das heißt, wir verlieren nochmal wertvolle Zeit und das wird dann noch schwieriger am Ende werden. Herr Professor Quaschning, Sie sprechen hier von schnell und von knapper Zeit. Wir erleben gerade in der Pandemie, dass alles viel zu langsam anläuft, dass Bürokratie, dass Administration Probleme macht. Wie ist das denn beim Klimaschutz? Wie soll das denn da schneller gehen? Da müssen wir uns einfach mal andere Länder anschauen. Also in den USA sieht das ja ganz anders aus. Joe Biden macht einfach ein Expresstempo. Das heißt, wenn wir uns noch vor gut 100 Tagen die Politik in Amerika angeschaut haben und jetzt, da ist das einfach wirklich eine Kehrtwende, die wir da entsprechend hingelegt haben. Und warum sollen wir in Deutschland dazu nicht auch in der Lage sein? Wir haben hier tolle Ingenieurinnen und Ingenieure, tolle Menschen, die das Ganze auch anpacken könnten. Wir bräuchten einfach mal eine Politik, die auch wirklich, ich sage mal ganz dreist, den Arsch hochkriegt und dann auch die Rahmenbedingungen setzt, dass wir das Potenzial, was wir hier in Deutschland haben, auf die Straße haben. Wir haben die besten Ingenieurinnen und Ingenieure, wir haben die Technologie, wir haben die finanziellen Mittel, es durchzusetzen. Und Deutschland würde massiv davon finanziell profitieren, weil das Zukunftstechnologien sind, die dann überall in der Welt gebraucht werden. Also insofern steht es doch wirklich uns gut an, hier Vorreiter zu sein und nicht wie bislang hinterherzulaufen. Aber da kommt dann immer das Argument, es ist ja schön, wenn wir Vorreiter sind, aber die anderen machen dann im Zweifelsfall nicht mit. Wenn ich Frankreich erwähnt habe, die werden da mitmachen und die EU wahrscheinlich auch. Aber schauen wir mal nach China, werden neue Kohlekraftwerke gebaut. Naja, China baut auch sehr viele Solar- und Windräder. Das heißt also, wenn wir uns einfach mal anschauen, was da im letzten Jahr an Solar- und Windenergie gebaut wurde und auch an Elektroautos zugelassen wurde, das stellt das, was wir in Deutschland machen, auch in Schatten. Ja, China macht auch noch dreckige Kohlekraftwerke, aber wir können uns nicht weiter hinter China verstecken. Also das heißt, momentan von der Politik liegt Deutschland und China gleich auf. Und wenn jetzt die USA und Deutschland, Europa da massiv vorangehen, dann haben die Chinesen ja auch schon angedeutet, dass die mitgehen. Das heißt, wir haben momentan wirklich ein sehr, sehr gutes Zeitfenster, auch weltweit ein massives Tempo aufzunehmen für den Klimaschutz. Vielen Dank nach Berlin. Dankeschön an Sie. Danke auch.